Der Bußkanal. Leider nur ein Recap. Und zwar irgendwas wieder mit der Audiospur. War nicht in Ordnung. Macht nichts. Heute ist Montag. Gestern war Payback. WWE Pay-Per-View Payback. Und zu dem Anlass natürlich habe ich 2 WWE-Booster geöffnet. Ich zeige euch mal die Base-Karten, die ich gezogen habe. Einmal Dean Ambrose. Und zwar gewann er gegen Chris Jericho. Match war gut. Und dann hatte ich hier einmal die Bella Twins. Einmal Lex Luger. Einmal Jerry the King Lawler. Jamie Noble, Security, wenn man ihn noch kennt. Terry Funk. Einmal Edge. Und einmal Jason Albert. Und warum ich das Video euch trotzdem zeige? Erstens, weil es einfach ein Video gibt nach einem Pay-Per-View. Zweitens, dass ihr auf dem Laufenden seid, was ich für neue Karten gezogen habe. Und drittens, weil ich einen Mega-Pull hatte. Und zwar hatte ich hier dann erst einmal die erste Power-Karte, Nikki Bella Wreck Attack. Okay. Und jetzt kommt's. Welche sieht man schon? Unvergessliche Momente. Was das wohl ist. Und zwar war meine erste Powerkarte im ersten Booster diese hier. Ich will euch nicht. Einmal Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston. Unvergessliche Momente. Ein Match gegen die der beiden von 2011. Und hier steht's. Es ist eine limitierte Auflage. Und hinten steht auch limitierte Karte anstatt einer regulären Karte 1 zu 50. Also in jedem 50. Booster ist so eine limitierte Auflage drin. Megapool. Musste ich euch zeigen. Mache ich einen Recap des Videos. Macht nichts. Ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem einen Daumen hoch, auch wenn es nur ein Recap ist. Das nächste Video wird wieder ein normales Opening, hoffe ich so mal. Und dann habe ich noch ein bisschen über den Pay-Per-View geredet. Über zum Beispiel das WWE World Heavyweight Championship, was ein bisschen komisch war zwischen AJ Styles und Roman Reigns. Styles gewinnt, Shane kommt raus, neues Match und so weiter. Dann kommt nochmal Stephanie McMahon raus, nochmal neues Match, bis endlich am Schluss im dritten Match Roman Reigns gewinnt und er seinen Titel unter Buhrufen verteidigt hat. Und eins habe ich noch gesagt, was ich sehr schade fand. Cesaro hat leider verloren gegen den Miz im Intercontinental Championship Match. Schade. Ich dachte, Cesaro bekommt ja einen Push. Ich dachte, komm, der gewinnt jetzt gegen den Miz. War nicht so. Kann ich nicht ändern, ist nicht schlimm. Aber hätte ich gern Cesaro als Sieger gesehen. Und was noch ein gutes Match war, natürlich war Kevin Owens gegen Sami Zayn. Kevin Owens hat gewonnen. Sehr, sehr gutes Match. Und was ich... Und ein Match wurde sogar unterbrochen, nicht? Abgesagt auch nicht. Ja, unterbrochen und dann No Contest. Also Match zählt nicht, weil sich Enzo am Kopf verletzt hat. Aber ich will euch jetzt nicht zu viel... Okay, ich habe schon viel verraten, aber schaut ihn euch an. Payback. Gutes Ding. Gute Pay-Per-View. Schade, ja, Styles leider verloren und Cesaro leider verloren. Ansonsten, ja, und Enzo verletzt. Ich hoffe, ihm geht es wieder dementsprechend besser oder gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich wollte es auf jeden Fall euch zeigen. Limitierte Auflagenkarte, Megapull, dass ihr auf dem Laufenden seid. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Montag. Bis zum nächsten Mal, euer Boost-Kanal.